Automatisch speichern, das ist gut. Oh weia. Sieht so scheiße nach Bosskampf aus. Was sollen wir machen? Erstmal setzen. Der sieht dämlich aus. Was treiben wir hier? Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akabiri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Ist das nicht überwältigend? Naja, geht so. Ah, natürlich. Nicht jeder weiß die Wunder der Kunstwelt zu schätzen. Mal sehen, ob ich das richtige Feld finden kann. Feld? Soll das was darstellen? Das ist es, wonach wir gesucht haben. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ich glaube, Bärte. Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Graubärte um Hilfe bitten. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen, aber uns bleibt keine Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden, oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Nur wenn ihr sie nicht zu nutzen versteht. Wow. Alle großen Helden mussten lernen, ihre Macht einzusetzen. Diejenigen, die von ihrem Schicksal zurückgeschreckt sind, nun, von denen habt ihr noch nie etwas gehört, nicht wahr? Und dann gibt es noch die Schurken, die, die ihre Macht missbrauchen. Es gibt immer eine Wahl und es gibt immer ein Risiko. Doch wenn ihr in Furcht vor dem lebt, was schiefgehen könnte, tut ihr am Ende gar nichts, so wie die Graubärte droben auf dem Berg.
Tja, gut, dass Sie euch bereits in Ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden Sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Suchen wir also nach einem Schrei? Ja. Verdammt! Seht her, auf der... Wust, runter! Auf der Suche nach einem Blut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akavir, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Sprich mit Arnegir. Es muss zu den Korbergen oder was? Mal wieder. In sie nieder. Ich würde noch hier weiter arbeiten nach Arkav. Da müssen wir vielleicht irgendwann wieder hin. Ah, hier hoch, Arkav. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Ah, ja. Könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Tja. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Kommen wir hier raus? Sieht nicht schlecht aus. Ein vermooster Tempel hier. Da geht's steil weg, Mutter. Ja, oder wir reisen woanders. Nach Markarv. Werden wir wahrscheinlich sowieso müssen. In the page. Wenn wir nach Hochrodgar oder wenn wir es. Ich werde erstmal nach Weißlauf und da Zeugs verkaufen. Ich habe ein volles Inventar. Zeugs, das verkauft werden möchte. Was? Wohingegen ihr aus dem Dreck der Sterblichkeit emporgestiegen seid und nun unter den Sternen. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmwindel unterstützen, wo war denn der? Sie, was sie verdienen. Wo war denn der Gemischtwarenhändler? Die Götter gaben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Ihr seht scheußlich aus. Steckt euch bloß nicht an. Meine Dame, habt ihr eine Münze übrig? Vielleicht offenbare ich euch euer Schicksal ja in... Ihr braucht etwas? Ja, ein Goldstück. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Renuin? Renuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama... seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Könnte ich adoptieren, wenn du willst. Es ist aber plötzlich. Wirklich? Habt ihr ein Zuhause, wo ich wohnen kann?
Gut. Trotzdem vielen Dank. Wir können es irgendwann mal jetzt kaufen. 2000 haben wir. Ich glaube 5000 kostet das, ein Haus zu kaufen. Nein. Wir rennen erstmal zum Schmied runter. Ich kaufe dir ein paar Waffen. Ich habe hier einige gute. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Was hast du Schönes? Optischer Pfeil. Eine Spitzhacke. Stahl durch. Ja, nichts Spannendes. Die Angst vom Weißlauf müsste hier mehr wert sein. Wenn das doch so vom Jahr so ein hochgeschätztes Anerkennungsding ist. Sind wir schon über die 200 drüber. Brauchen wir nicht. Ein Helm für drei Schaden 23, ja, können wir nehmen, das ist so stärker als unser, der momentan, ne? Der sieht sogar ein bisschen besser aus. Stahlhelm. Natürlich. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Bekleidung. Mal schon, wie der aussieht. Etwas braucht. Das ist sogar ein Upgrade. Ja, es sieht doch schon. Da sieht man doch ein bisschen das Gesicht. Das ist doch mal was. Kennt ihr meinen Vater? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Damit wir nicht in Versuchung kommen. Gleich mal verkauft. Bis zum nächsten Mal. Wir können auch bestimmt noch mehr verkaufen. Ein Gemischtwarenladen. Nein. Dann warten wir mal ein paar Stündchen. Ist der andere jetzt vorbeigelaufen? Lasst oder es nicht wissen, wenn euch ist das durch die Hintertür gekommen? Alles steht zum Oh, etwas hiervon, etwas da. Ich habe was zu verkaufen. Bei so einem Stickes Drachenschuppen. Nochmal brauche ich vielleicht noch. Immer so wenig Geld.
Bitte kommt wieder. Vielleicht eine neue Stufe. Haben wir. Vielleicht müssen wir Magika erhöhen. Okay, wie war das bei zweihändig? Ja. Das nächste Mal brauchen wir drei. Oh, okay. Oder nicht. 80% mehr Schaden. Okay. Also 26. So, eins können wir noch verbessern. Das können wir bei Schmiedekunst. Können wir darauf mal leveln. Keine Stahlrüstung und Waffen in Schmieden herstellen. Doppelt so effektiv machen. Das klingt doch noch was. Seid gegrüßt, Stammesgenosse. Haben wir die Möglichkeit zu schmieden endlich. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Können wir Sachen herstellen? Können wir hier Sachen aufbessern? Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Okay, können wir nicht. Was gibt's denn drin für tolle Waffen? Wir haben kleine und große, die besten Waffen und Rüstungen. Das will ich sehen. Rüstung für 37, ja. Bis jetzt relativ uninteressant. Optische Streitangst 28. 30 Schaden hat Kriegshammer, die Hämmer sind. Auch wenn sie stärker sind, sind langsam. 26, ja. Aha, für 24 können wir wieder scheiße aussehen. Steilende Soldaten. Mit 24 Rüstung. Natürlich. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Es lohnt sich nicht, zu stehlen. Wozu denn? 25 Steil zu verhindern, 25 Schaden zu stehlen, das ist doch. Ich habe eine 26. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, ja, aber was? Nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ja, steht Lydia am Weg. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie?
Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay. Miss Head Quest. Bin gespannt. Das muss unter Bücher sein. Wo ist der Jahresbrief? Kennst du bereits Zeitung? Müssen wir die mal angucken. Werde ich gleich noch wieder beleben. Neue Zauber. Ich muss mit euch sprechen, dringend, meine Miete des... Ah, okay, das hatten wir. Mondschmiede. Ach ja, das war die Vergiftungsquest. Die ist Stallburschen. Nächte Rüstung schmieden. Wintertagebuch. Wildpferde. Rezept. Einladung zur Party. Das haben wir gelesen. Brief von Jarl. Max, erlaubt mir, mich vorzustellen. Okay. Mein Name ist Sidgir und ich habe die Ehre, Jarl der stolzen und ehrwürdigen Stadt Falkenring zu sein. Man hat mir aus ganz Himmelsrand von euren Großtaten berichtet. Wenn ihr euch für das Amt der Tane von Falkenring interessiert, könntet sprecht bei euren nächsten Besuch im Falkenring doch bitte mit mir. Neben der Ehre, die dieser Titel mit sich bringt, hat ein Tane aus dem Anrecht auf einen eigenen Huskral. Und ganz unter uns sollte sich eure Dienste für mich als nützlich erweisen, könnte es durchaus eine hervorragende Parzelle in Falkenring für euch frei wird und nur für euch. Ich freue mich schon darauf, euch persönlich kennenzulernen. Ich verbleibe. Ja, Sidgir Falkenring. Okay. Du machst Gesellschaft, Lydia. Im zweiten, der mir nachläuft. Wo ist Falken? Oh, Rodgar, ja, da müssen wir gleich hin. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen von dem. Tanzmachung. Ach ja, die vom Rattenweg. Falkenring. Könnte es sein? Einsamkeit, Dämmerstern. Windhelm.
So ist dein Eier, da waren wir schon. Was mehr. Verzeihung. Müften. Falkenstein. Ui. Scheint hier nichts besonders bekannt, ein Falkenring hier. Den Ort habe ich noch nicht entdeckt. Sollten wir mal dahin reiten. Warum nicht gleich? Wir gehen mal hoch zum Jarl und mal gucken, ob hier ein Weißloch ein schönes Haus kriegen kann. Und wie viel der dafür verlangt. Wie fühlt ihr euch? Vielleicht kriegen wir einen Falkenring, ein tolles Haus, hat er angeboten. 10 Weiß, 10 Graubärten, dann kommen wir später noch hin. Egal, Privilegien haben Vorrang. Ein Haus und ein zweiter Rüstgarn. Ist schon prickelnd. Absurd, dass wir in diesem Skevaloch von einer Stadt keine guten Süßkuchen bekommen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu finden. Ja, gleichzeitig. Wo ist denn der Typ, der war weiter? Und treibt er sich rum. Okay. Vielleicht da hinten. Ich bin Jarl Baldruf als Vogt. Haus in der Stadt für 5000, okay. So viel haben wir, glaube ich, nicht. Euren Besuch in Drachenfeste. Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Ah ja. Kommt mir bekannt vor. Fürchte doch. 2700 haben wir. Oder Riese, wir es dauert noch ein bisschen, bis wir 5000 haben. So, dann würde ich mal. Ich gehe mal da ein billigeres Haus am Arsch der Welt. Im Falkenring. Auf nach Helgen. Oh Gott, nein. Da waren wir schon lange nicht mehr. Seit Beginn des Abenteuers. Das stimmt so ganz nicht. Ein bisschen zu viel haben wir uns zwischendurch mal hinverirrt. Aber ja. Was war das? Pferd. Hier wurden wir am Anfang fast hingerichtet. Reit mal an Helgen vorbei. Kein Bock an unserem hinteren Hinrichtungsort wieder. Abzukürzen. Und ein paar Kaiser dich abschlachten. Bestimmt nicht schlechtes. Aber wir waren der Stadt entkommen. Muss so bald nicht wieder rein. Ach, haut ab.
Diese Wölfe mal. Bin auf dem richtigen Weg. Auf dem Rückweg können wir vielleicht mal bei Helden vorbeischauen. Und mal eine Schlacht in der Stadt eröffnen. Kiefernwacht. Eine Spinne. Muss nicht sein. Oh oh. Wir reiten einfach weiter. Wir sind gleich da, wohin wir wollten. Da wird man uns hoffentlich herzlich empfangen. Herzhaft. Und wir reiten dran vorbei. Aber es ist ein neuer Ort, den wir noch nicht entdeckt haben. Warum nicht mal da guten Tag sagen? Wobei schon mal Moin Moin sagen. Ich hoffe, es wird uns ein herzlicher Empfang bereitet. Und das war keine Falle. Falkenring entdeckt. Wir einen Stall, das Pferd unterbringen können. Jetzt hören wir das vor der Festung des Jarls Parken. Hier vor der Sägemühle. Suchen nach dem Jarl. So ein kleines beschauliches Dorf. Ein Lüchenbacher. Ja. Was braucht ihr? Den Jarl. Sieht nach einer Taverne aus. Wenn diese Nord oder das Kaiservolk auch nur einen Hauch Rückgrat hätten, wäre dieser Krieg schon vorbei. Aha. Klingt ein bisschen seltsam, ich weiß. Nicht wirklich ein Name, der den Kranken Trost spendet, die Umschläge oder Salben kaufen wollen. Aber ihr müsst verstehen, dass Falkenring eine Stadt ist, die wohl oder übel von dem großen, uralten Friedhof dominiert wird. Deshalb heißt das Gasthaus Todmannstrunk, der Bauernhof Totenlichthof und so weiter. Eine Art Dauerwitz bei uns hier. Da will man doch gleich einziehen. Klingt ein bisschen seltsam, ich weiß. Nicht wirklich ein Name. Aber ihr müsst verstehen. Deshalb heißt das Gasthaus Todmannstrunk, der Bauernhof Totenlichthof und so weiter. Naja, meine Familie in Hammerfell hatte was gegen mein Interesse an tödlichen Giften und dem Tod im Allgemeinen. Also zog ich gen Norden. In dieser Stadt mit ihrem riesigen Friedhof fühlte ich mich wie zu Hause. Ich habe das Geschäft eröffnet und nie zurückgeschaut. Ich gehöre einfach hierher. Und wo ist euer Jarl? Bis zum nächsten Mal. Stehen wollen wir hier nicht. Wir
Gibt es hier ein Haus billiger zu kaufen? Dann können wir das doch jetzt. Dann kaufst du das ja. Dann treten wir mal ein. Geh mal zu Hause. Wenn wir uns setzen, kriegen wir echt Ärger. Das sollten wir nicht tun. Sagt keiner was dagegen. Ich glaube, wir sollten bis zum Tag warten. Standard 12 Stunden. Hallo Jarl. Wenn wir dann soweit sind.